Also, wie verhindere ich den Worst Case? Und da denke ich, das ist eine ganz mächtige Quelle für Nicht-Klartext, dass man spekuliert, wie ist der Worst Case und wie muss ich meine Worte wählen, dass ich den Worst Case verhindere. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und privat. Ich bin Anja Maria Stieber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Anliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauer. Ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gast hier in Happiness at Work. Es ist Klaus Detmer-Guttandin. Der Doppelname ist ein bisschen schwierig auszusprechen, den darf man echt ein bisschen üben. Klaus Detmer-Guttandin. Guttandin wie Konstantin, genau. Guttandin wie Konstantin, genau. Wenn man so eine Brücke schlägt, wird es einfacher, ne? Ja. Ja, genau. sind wir quasi schon in unserem Thema der Kommunikation. Also Klaus ist Führungskräfteentwickler und Personalentwickler. Er ist spezialisiert auf Kommunikation und auf Konfliktmanagement. Das ist zumindest einer seiner Lieblingsbereiche auch in Sachen Konflikte, Konfliktkommunikation und die Kommunikation in Konflikten. Das darf gelernt werden, weil so einfach ist das gar nicht. Und das durfte ich in einem Workshop bei Klaus lernen, dass das nicht so einfach ist. Das ist jetzt ein paar Monate her, oder? Ja, es war Ende Juni, glaube ich, war das, ja. Ja, und da ging es um Klartext sprechen und wie wir tatsächlich Klartext reden können miteinander. Und dazu gehören ja ein paar ganz, ganz wichtige Komponenten in Bezug auf Klartext. Zum Beispiel, dass ich mich offen und ehrlich oute, offenbare. Und wie mache ich das? Und verletze mein Gegenüber nicht? Oder wie schaffe ich es, auf souveräne Art und Weise eine Nachricht zu übermitteln oder ein Ziel, was mir wichtig ist, zu erreichen? Ja, und darum geht es heute in unserem Interview und bin mal gespannt, was Klaus alles für uns an tolle Informationen hat. Okay, ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe dich ja in diesem kleinen Training, habe ich dich ja ein bisschen aufs Glatteis geführt. Ja, voll. Und ich mache das immer mit großer Freude, das gebe ich ja zu, es macht mir großen Spaß. Ich weiß, das ist natürlich manchmal eine Gratwanderung, ne? Und ich erlaube mir immer, das kleine Beispiel zu erzählen. Ne? Und es ging ja um diese ja, geradezu banale Fragestellung. Wie kommt die Anja in einem Seminar zu einer Pause? Wie würde sie das formulieren? Ne? Mhm. Und ich mache jetzt seit 25 Jahren Seminare und spiele seit 20 Jahren ungefähr mit diesem Thema, wie komme ich hier im Seminar zu einer Pause? Und stelle fest, im Sinne von unklarer Kommunikation, dass fast alle meine Teilnehmer, wenn sie eine Pause wollen, es entweder begründen, also irgendeine Argumentation bringen, oder eine bescheuerte, dämliche Frage stellen. Mhm. Und genau. So ist es dir auch ergangen. Und dann mache ich einen Vorschlag, also ist mein Vorschlag, wie man das im Sinne von Klartext einfach, klar, freundlich und direkt formulieren sollte, meiner Meinung nach. Mhm. Ja, und ich glaube, meine Idee war klar und freundlich zu fragen, besteht die Möglichkeit, vielleicht eine kurze Pause zu machen? Ja, genau. Und das ist ja bei dir nicht so gut angekommen. Ich erinnere mich an einen Seminarteilnehmer von einer Zeit, ein ganz, ganz liebevoller Mann, auch schon Ende 50, warmherzig, freundlich, und er fragte,
nach 2,5 Stunden wahrscheinlich ungefähr wird es gewesen sein, fragte mich ganz liebevoll, Klaus, können wir mal eine kurze Pause machen? Und dann habe ich gesagt, gut, dann sehen wir uns in 30 Sekunden wieder. Und sofort hat sich sein Gesicht verhärtet. Es stieg ein bisschen Zorn in sein Gesicht und er sagte mit ziemlich veränderter Stimme, das ist mir aber zu kurz. Sag ich, ja, dann sag doch von Anfang an, was du möchtest und was du brauchst. Dann überlässt du es nicht mir und ich muss da nicht rätseln, was du eigentlich willst. Dann sag's mir doch einfach mal, was du willst. Ja, und dann kommen wir ja wahrscheinlich schon klar. Und da merke ich, das fällt vielen tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer. Also bei der Bastelpause einfach zu sagen, Klaus, ich möchte 15 Minuten Pause und bitte dich um deine Zustimmung. So, und dann sage ich ja oder nein. Ich muss nicht rätseln, was der Mensch möchte. Er steht mit offenem Gesicht vor mir, sagt sein Anliegen, sagt seinen Wunsch, sagt, was er von mir braucht. Und dann kann ich mich gut entscheiden. Also dann ist das, finde ich, eine gute, einfache, klare, freundliche Kommunikation sozusagen, im Bild gesprochen, immer auf Augenhöhe. Ab welchem Zeitpunkt hat sich das eigentlich verändert bei uns Menschen, sagen wir mal bei uns Europäern? Weil am Anfang, wenn wir auf die Welt kommen, können wir ja ganz gut einfordern, was wir wollen. Also ich habe bei meiner großen Tochter, die jetzt 29 schon ist, 2 Jahre Elternzeit gemacht, von ihrem 4. Lebensmonat an. Und dachte, dieses kleine Monsterchen, dieses liebevoll, rücksichtslos, gnadenlose, mächtige Monster, hat überhaupt keinerlei Hemmungen gehabt, Klartext, also in Gänsefüßchen gesagt, zu sprechen. Ne? Also wenn sie Hunger hatte, dann hat sie das deutlich bekundet. Oder wenn sie spielen wollte oder die Windel voll war, völlig klar, ohne irgendwelche Hemmungen. Und ich fürchte, dass ich als Vater dazu beigetragen habe, dass das nicht mehr im Laufe der Jahre so klar blieb. Okay. Und ich, so in meiner eigenen Erinnerung, im Rückblick betrachtet, ist, glaube ich, ein wichtiger Beitrag, den ich geleistet habe, in Gänsefüßchen jetzt mal, ich war mir dessen nicht bewusst. Es gab mal einen Vorfall, da war sie 3,5 oder 4. Wir saßen am Küchentisch, alberten rum, kappelten mit den Händen, sie stieß gegen ein Glas, das fiel zu Boden und zersprang. Noch bevor ich was sagen konnte, sagte sie durchaus mit gesenktem Kopf, oh Papa, das ist von selbst passiert. Ich dachte, verdammte Scheiße, die hat auf eine Frage geantwortet, die ich nicht gestellt habe und sie hat sich, so klein wie sie ja sowieso war, aber sie hat sich mir gegenüber klein gemacht. Verdammt nochmal, was habe ich denn gemacht in den 4 Jahren, dass aus diesem mächtigen, klaren Menschlein ein Mädchen wird, das sich klein macht, das sich schämt. Ja, wir lernen in unserer Erziehung, bitte zu sagen. Aber der Satz, ich möchte 15 Minuten Pause und bitte um deine Zustimmung, ist an sich eine Bitte. Ich merke, dass ganz, ganz, ganz viele meiner Teilnehmer mir, als wenn ich das, den Text so vorschlage, oder ich noch einen Schritt weiter gehe und sage, wenn ich der Leiter des Seminars bin, bin ich zuständig für die Betriebsmittel. Kaffee ist Betriebsmittel für erfolgreiches Seminar. Jetzt ist der Kaffee alle. Die eine will noch einen Kaffee trinken, Kanne ist leer. Und im Sinne von Klartext würde die eine jetzt zu mir sagen, Klaus, ich möchte noch einen Kaffee trinken, besorg bitte einen neuen. Und wenn das ein Teilnehmer zum ersten Mal so klar, freundlich und direkt sagt, dann fangen alle an zu lachen. Und ich werte dieses Lachen so, dass es eine Ahnung gibt, um Gottes Willen, das ist aber frech, das ist aber unverschämt. So darf man doch zu einem Seminarleiter nicht sprechen. Da muss man doch dann so seltsam bitte sagen, ja, wäre es vielleicht eventuell möglich, könntest du bitte nochmal. So. Und ich glaube, dass unsere Eltern und Lehrer und sonst alle möglichen irgendwie uns das über die Jahre beibringen. Und wenn ich dann komme und diesen Klartextvorschlag mache, dann gucken sie mich irritiert an und sagen, um Gottes Willen, ich bin aber anders erzogen worden. Es fühlt sich auch ganz komisch an. Ja, also so klar zu sagen und
besorge einen neuen. Ich weiß jetzt noch nicht einmal, ob du bitte gesagt hast. Bitte. Aber das war so stark, dass ich das bitte nicht wirklich gehört habe, weil ich mich gerade gefragt habe, war da jetzt ein Bitte drin oder war da kein Bitte drin? Weil insgesamt ist dieser Satz, obwohl eine Bitte drin steckt, ziemlich hart. Zumindest mal so für unsere Sprachkultur. Ich hatte mal eine junge Führungskraft zu einem Beratungsgespräch, eine Person mit einem unglaublich einfühlsamen Herzen, eine sehr solidarische Person. Und die hat so berichtet, sie konnte oft nicht an ihrem Arbeitsplatz sein. Und das war so eine Art Großraumbüro. Und sie hatte da, ich glaube, 5 Mitarbeiter in ihrem Team. Und es gab einen, der fühlte sich immer so wie so ein 5. Rad am Wagen. Also fühlte sich immer so ein bisschen zurückgesetzt und war vielleicht nicht so selbstbewusst wie andere. So, und wenn sie dann mal am Arbeitsplatz war, für ein paar Minuten, weil sie zum Beispiel dringend E-Mails beantworten musste. So, wer steht an ihrem Arbeitsplatz? Genau dieser Herr. Und dann haben wir mal drüber gesprochen, weil sie natürlich wollte sie ihn loswerden, weil sie brauchte die Zeit in dem Moment, um die dringenden E-Mails zu beantworten. Und sie wollte ihn nicht verletzen. Natürlich nicht. Mhm. Und dann haben wir so drüber gesprochen, dann habe ich gesagt, du könntest ja zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt in den 10 Minuten meine E-Mails bearbeiten und deswegen bitte ich dich, dass du jetzt wieder an deinen Arbeitsplatz gehst. Und dann sagte sie, auch wenn du das so sagst, das klingt ja gar nicht so schrecklich. Mhm. Und die Idee zu sagen, ja, also Anja, es ist jetzt, also ich würde ja sehr gerne jetzt, aber ich muss jetzt eben noch meine E-Mails bearbeiten und ich habe auch nur so wenig Zeit. Also das, weißt du, denke ich, das ist viel entwürdigender. Mhm. Weil ich berufe mich auf eine Notwendigkeit und ich mute dir dann zu erkennen, dass du nur zweite Prio bist. Mhm. Dann sage ich, das ist doch eigentlich viel entwürdigender. Mhm. Als von mir aus zu sagen, ich möchte jetzt meine E-Mails beantworten, bitte geh zurück an deinen Arbeitsplatz. Mhm. Klar, du wirst dich vielleicht trotzdem ärgern. Aber durch diese einfache Formulierung sehe ich den Vorteil, ich mute dir nicht zu, dass du entscheiden musst, oh je, ich störe jetzt, ich gehe dann lieber. Mhm. Weil das ist nämlich wieder genau die Bestätigung dafür, was du immer schon geahnt hast, ja, ich bin immer nur zweite Prio. Mhm. Ja, und dann war ich so verblüfft, wie sie sagt, das klingt ja gar nicht so schlimm eigentlich. Klingt ja eigentlich gar nicht gefährlich. Also wir haben Psychologie gelernt, dass die Fantasie oft schlimmer ist, also wenn man so diese Negativspiralen fantasiert, viel schlimmer ist als die Realität. Und deswegen ist es wichtig, wenn mir jemand am Herzen liegt, gerade dann wirklich Klartext zu sprechen. Weil dann hat derjenige eine klare Information und muss kein Kopfkino machen. Ja. Weil dieses Kopfkino kann ja echt viel leidvoller sein als das, was tatsächlich eine Rolle spielt. Ja. Es gibt ja von diesem, das werden viele kennen, von diesem lateinischen Philosophen Epiktet, glaube ich, ist diese Aussage mal geprägt worden. So wie ich sie verstanden habe und im Gedächtnis behalten habe, lautet sie nicht, die Dinge an sich sind unangenehm, sondern die Gedanken, die wir uns darüber machen. Mhm. Und es gibt immer, also was ist ein Grund für eine so blumige Drumherum-Schwafelei? Wenn ich jetzt bei dem E-Mail-Beispiel bleibe, ich weiß, ich habe nur 10 Minuten und ich muss unbedingt diese 10 Minuten verwenden für meine E-Mails. So. Und jetzt kommt die Mitarbeiterin, die signalisiert, sie hat was Dringendes. So, jetzt geht die Zielformulierung bei vielen von uns im Kopf so, wie sage ich das jetzt der Anja, ohne dass sie sich persönlich angegriffen fühlt? Mhm. Ich, das führt automatisch geradezu in einen geistigen Stress, weil denken tue ich den Angriff, aber ich will nicht, dass sie es merkt. Und dann geht es mir ehrlich gesagt gar nicht um die Anja, wenn ich da so drüber nachdenke, sondern es geht mir ausschließlich um mich, weil wenn ich sie nämlich angreife, dann komme ich in diese moralische Zwickmühle, oh, jetzt bin ich ein böser Mensch, ich bin jetzt ein Aggressor, mhm. Ich habe ihr was Unangenehmes zugemutet
Das will ich aber eigentlich gar nicht. Oder du hast Angst, dass ich sehr gut bin in Gegenwehr. Ja, vielleicht auch sehr, sehr spontan und kreativ in meinen Antworten, die vielleicht verletzender sind als das, was du vielleicht vermutest. Ja, das heißt, bei dir ist dann das Kopfkino, halte ich das aus, wenn ich da jetzt eine Retourkutsche Ja. bekomme? Wobei, und das ist ja alles so eine Spekulation. Also ich mache es mir immer einfach und sage, ich weiß auf der einen Seite, was ich will, also was ich möchte. Und ich weiß, was ich dann von meinem Gegenüber brauche. So, das ist völlig klar. Also das ist im Kopf völlig klar. So, und dann geht das Überlegen los. So, das kennt man, glaube ich, von Watzlawick, die berühmte Geschichte mit dem Hammer, ne? Also dann geht. Idealerweise wird die Anja sagen, na gut, dann komme ich später wieder. Alles gut. Es könnte aber auch sein, dass sie eben dagegen geht. Jetzt ist die Anja rhetorisch natürlich sehr beschlagen und dann könnte es noch, und dann muss ich in ein Streitgespräch gehen und sind die 10 Minuten, die ich haben wollte, gerade mal weg. Also, wie verhindere ich den Worst Case? Und da denke ich, das ist eine ganz mächtige Quelle für Nicht-Klartext, dass man spekuliert, wie ist der Worst Case? Und wie muss ich meine Worte wählen, dass ich den Worst Case verhindere? Und dann kommt, also dann kommt eine sehr blumige Sprache daraus. Ja, oder ich nehme mir eine Unterstützung durch meinen Vorgesetzten und erfinde eine Geschichte. Ich muss das unbedingt noch fertig machen. Mein Chef oder unser Chef will das oder so. Ne? Also kreiere im Grunde etwas, ja, um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, was dann aber auch zur Folge hat, dass beide nicht lernen. Weder ich lerne was, noch der Gegenüber, für den ich im Moment keine Zeit habe. Ja, genau. Und das ist das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Ich verstecke mich dann hinter einer höheren Autorität. Ich habe mal in eine Seminarreihe gemacht für Herrschaften am Flughafen, die mobilitätseingeschränkte Gäste betreuen. Und da gibt es zum Beispiel so Elektrowägelchen, mit denen dann manchmal Gäste durchs Terminal gefahren werden. Da gibt es jetzt die Sicherheitsbestimmung, dass Kinder unter 6 da nicht drauf dürfen. So, jetzt sitze ich also am Steuer. Ich habe ein großes soziales Gewissen, sonst würde ich so einen Job gar nicht machen. Jetzt kommt da eine Anja mit ihrem Mann und ihren 2 kleinen Kindern, die beide 3 und 4 sind. Also dürfen sie nicht auf diesen E-Wagen. Und da haben wir dann im Seminar darüber gesprochen. Im Sinne von Klartext haben wir vorgeschlagen, dass die dann sagen, ich möchte sie sicher an ihr Gate bringen. Deswegen bitte ich sie, mit ihren 2 Kindern von dem Wagen abzusteigen und nebenher zu gehen. Und viele von denen haben erlebt, dass sie in dieser Situation Diskussionen führen mussten. Ne? Ja, also Frau Stieber, aus Sicherheitsgründen ist es Ihnen nicht gestattet, ihre Kinder mit auf den Wagen zu nehmen. Dann wird die Frau Stieber sagen, ja, Moment mal, guter Mann, ich kann auf meine Kinder gut aufpassen. Ja, also hast du sofort eine Diskussion, die du eigentlich überhaupt nicht haben willst und wo es auch nichts zu diskutieren gibt. Und auch da ist wieder der Punkt, ah, jetzt muss ich der Dame zumuten, zu Fuß nebenher zu gehen. Was bin ich für ein böser Mensch? Ich halte es nicht aus, ein böser Mensch zu sein. Also verstecke ich mich hinter Gesetzen, hinter Autoritäten, hinter Vorgesetzten, hinter Zwängen. Und das finde ich, das ist entwürdigend, das zu tun. Und wie ging die Geschichte weiter? Die mit dem E-Wagen, einige haben das mal probiert. Und haben dann berichtet, okay, das funktioniert. Ich hatte auch meine, also Klartext sprechen, glaube ich, das ist so mein Eindruck, das fällt sehr vielen Menschen dann schwer, wenn sie wissen, dass das, was sie
jemandem sagen, worum sie ihn bitten, dass das für den vielleicht eine Zumutung sein könnte, also im Sinne von Worst-Case-Spekulation. Und wenn sie etwas erbitten müssen, von dem sie wissen, das ist für den anderen eine Unbequemlichkeit. Ich hatte mal eine andere Gruppe auch im Seminar ähnlich, die kontrollierten auf dem Vorfeld die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung, 30 km/h. So, und dann haben die mir im Seminar berichtet, die halten dann jemand an, der schneller fährt, und haben dann manchmal ganz ekelhafte Gespräche. Die werden auch manchmal persönlich attackiert. Dann habe ich sie gefragt, ja, wie sprecht ihr denn die Leute an? Frau Stieber, wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Nein. Wie? Haben Sie nicht mal auf den Tacho geschaut, oder was? Nein. Ihnen ist aber schon klar, dass Sie das näher gefahren. Was? Dann habe ich gesagt, ja Leute, das ist ja, das kennt man von der Polizei ja auch, ne? Wissen Sie, warum ich Sie angehalten habe? Dann habe ich gesagt, jetzt, mein Vorschlag für euch lautet, Frau Stieber, ich möchte auf dem Vorfeld für alle die Sicherheit gewährleistet wissen. Bitte halten Sie sich künftig an das Tempolimit von 30. Da haben die mir gesagt, das ist doch viel zu weich, das ist doch viel zu butterweich. Und einer hat das tatsächlich mal 2 Wochen lang konsequent probiert und hat mir dann hinterher berichtet, sagt, okay, also ich muss dir jetzt doch recht geben, ich habe das erst mal 2 Wochen lang gemacht und tatsächlich die Anzahl der auch verletzenden, unnötigen Diskussionen, die Anzahl der frechen, gemeinen, entwürdigenden Bemerkungen ist weg, es ist zurückgegangen. Ja, aber beim ersten fühlt sich das ja an wie so ein Angriff und kritisiert werden wie ein kleines Kind, was ja korrigiert wird, ne? Du warst zu schnell. Ja. Und das andere, das hat mich schon mehr berührt und quasi so mit ins Boot genommen, ja, weil natürlich will ich niemand gefährden. Ja, und ein Wesenszug, glaube ich, in diesem Themenfeld von Klartext, also eine Bitte vortragen. Ich lasse meinem Gegenüber nicht die Möglichkeit zu erkennen, dass zwischen dem, was ich möchte und was ich brauche und dem, dass ich vielleicht Angst habe, es könnte eine Zumutung sein, oder ich sage es mal mit altmodischen Begriffen, wenn ich mich hinter einer Autorität verstecke, aus Sicherheitsgründen ist es nicht gestattet, dann gehe ich das Risiko ein, dass mein Gegenüber merkt, da ist zwischen Mensch Klaus und Amtsträger Klaus, ich nehme mal so ein hochgestochenes Wort, da ist zwischen Mensch Klaus und Amtsträger Klaus eine Diskrepanz. Also der Amtsträger muss das jetzt erbitten, aber der Mensch Klaus, dem ist das vielleicht unangenehm. Und genau diese Kerbe geht er dann rein. Ne? Wenn du was Ordentliches gelernt hättest, dann müsstest du mich ja nicht so schikanieren. Und da erkennt mein Gegenüber diesen Unterschied. Und zu sagen, ich möchte die Sicherheit gewährleistet wissen, bitte halten Sie sich künftig an die Vorgabe, lässt man dem Gegenüber nicht die Möglichkeit zu erkennen, dass zwischen Amt und Menschen ein Unterschied besteht, sondern da sind sozusagen Amt und Mensch eins. Und dann ist die Bitte auch noch sehr konkret, sehr, sehr bildhaft und hilft, dass der angesprochene Mensch in dieses Bild hineinkommt. Hast du das Gefühl, also wenn ich dir so zuhöre, dass wenn ich mich quasi spalte zwischen ich, Anja, die jetzt Angst hat, da etwas mit einer Ich-Botschaft durchzusetzen, nutze jemand mir übergeordnet, quasi so als Pseudo-Autorität, und der andere spürt halt diese Diskrepanz, dass das quasi streitanregend ist? Ist das etwas, was derjenige wahrnimmt, vielleicht ganz unbewusst, weil er merkt, das sind jetzt zwei persönlichen Persönlichkeiten quasi? Das glaube ich unbedingt. Und bei dieser, sag ich mal, dieser Spalt, den du jetzt eben auch nochmal beschrieben hast, ich möchte mal vermuten, dass ganz viele Menschen diesen Spalt versuchen zu überwinden, in der Regel mit Argumenten, mit Begründungen, mit Argumenten. Es ist ihnen nicht gestattet. Und das extrem eskalationsträchtige bei Argumenten, dass jedes Argument immer den Keim des Gegenargumentes in sich trägt.
Und wenn ich dir also mein Anliegen begründe mit schicksten Argumenten und höchsten Autoritäten, dann kannst du trotzdem immer ein Ja-Aber dagegen halten. Ich, in meinen ersten 2 Jahren als Seminarleiter habe ich das Problem gehabt, dass Leute die vereinbarten 10 Minuten Pause überzogen haben, am Aschenbecher standen, in Minute 9 die zweite Kippe anstecken. Und egal, was ich gesagt habe, ich habe mir immer eine dämliche Reaktion gefangen. Ich habe es lustig gesagt, ich habe es militärisch gesagt, ich habe es begründet, egal. Und irgendwann habe ich dann zum ersten Mal gesagt, so meine Herren, die hatten schon 2 Minuten überzogen, ich möchte jetzt mit dem Seminar weitermachen. Machen Sie bitte Ihre Zigaretten aus, stehen Sie bitte auf und kommen Sie bitte mit mir in den Seminarraum. Kein Streit, kein Widerspruch. Kippen ausgedrückt, aufgestanden, mitgekommen. Und ich habe gemerkt, auch die Wut, die ich dann hatte, ne, weil sie sich jetzt wissentlich da zu lange in der Pause noch aufgehalten haben, diese Wut musste ich natürlich zurückhalten. Also so Klartext zu sprechen, hat viel mit Disziplin zu tun, auch. Und wenn ich jetzt diesen vorhin erwähnten Spalt mit Argumenten versuche zu überwinden, gebe ich dir immer die Möglichkeit, mit einem Ja-Aber-Gegenargument zu kontern. Mhm. Und zwar, wenn du keine Lust hast, nachzugeben, dann wirst du mein Argument zerfetzen. Mhm. Und dann sind ein Satz von mir, ein Satz von dir und wir sind im unerfreulichsten, unnötigsten Streit. Ich glaube, was Trainer oder generell Menschen, die eine Veranstaltung leiten, als Denkfehler machen, vielleicht auch als Verhaltensfehler, das ist mir jetzt aufgefallen, während du erzählt hast mit der Zigarettenpause oder generell mit dieser Pause. Ich habe so das Gefühl, dass jemand, der ein Seminar leitet oder ein Training leitet, der Trainer ist, wenn er wieder in den Trainingsraum geht und wenn er den Trainingsraum verlässt, nicht mehr der Trainer ist, ja, und dann eine ganz andere Höflichkeit an den Tag legt, als das, was er machen würde im Trainingsraum, oder? Ja, wobei, da muss ich mal gerade einen Moment überlegen. Erstens, Höflichkeit kann nicht die Tugend des Demokraten sein. Mhm. Höflichkeit kommt meines Wissens von Hof. Und ein Höfling bückt sich, wenn der Ranghöhere im Thronsaal erscheint. Mhm. Und wenn man mal guckt auf die Körperhaltung von höflichen Menschen, die gucken ganz oft auf den Boden. Jetzt bin ich kein Spezialist für Interkulturelles und mit asiatischen Kulturen, das klammere ich jetzt aus. Also ich bin jetzt hier mal in Mitteleuropa sozusagen, in Deutschland. Und höfliche Menschen sind häufig jetzt hier bei uns diejenigen, die das eigene verbergen, bis hin dazu, dass sie sich beugen. Also höfliche Menschen beugen sich und du kannst ihnen nicht so richtig ins Gesicht sehen. So, und höfliche Menschen sind dann natürlich auch die, die so blumig daher sprechen. Mhm. Also vielleicht sollten wir jetzt mal so langsam wieder in den Seminarraum zurückgehen und so. Mhm. Heißt ja nicht, dass das erfolglos ist, an und für sich ist es nicht. Ne? Aber auch da haben wir, glaube ich, wieder dieses Thema, da stehen die Leute im Pausengespräch, sind ganz intensiv miteinander im Austausch und dann kommt der blöde Trainer und reißt denen das auseinander. Ja? Und ich bin dann der blöde Trainer. Ja? Ach du Schande, was denken die jetzt wieder von mir? Ja, und dann, das ist immer die gleiche Spirale. Ja? Mhm. Und höfliche, ich beobachte das manchmal in Seminarhotels, ich beömmle mich, also ich amüsiere mich inzwischen, wenn ich dann Trainerkollegen sehe, die sagen, so, meine Damen und Herren, dann sollten wir jetzt doch so langsam mal wieder zurückgehen, Sie können gerne noch Ihren Kaffee, ich könnte mich in die Ecke schmeißen. Ja? Mhm. Und, aber die machen das dann im Seminar auch. Mhm. Ja. Vielleicht funktioniert das in einem Seminar- oder Trainingssetting, weil die Regeln klar sind. Und dass der Trainer, wenn er höflich spricht, für die meisten Menschen das aus ihrer Höflichkeit heraus das Signal ist, zurückzugehen in den Seminarraum. Wenn sie nicht schon längst drin sitzen und warten, bis es wieder losgeht. Ja, genau. Das sind ja so Szenarien, die sind ja relativ weich. Aber was ist mit Situationen, die wirklich Konflikt angereichert?
Ich hatte mal eine Abteilungsleiterin zu einem Beratungsgespräch, die, ja, also verkürzt gesagt, sie war gezwungen, aus ihrem operativen Bereich, der aus zwei Fünfergruppen bestand, im Früh- und Spätdienst im Einsatz. Sie hatte sich entschieden, aus diesem Zehner-Team einen jungen Mann rauszuziehen, um ihm eine Marketingaufgabe zu übertragen. Und natürlich bekam sie keinen Ersatz für ihn. Also war für sie die Herausforderung, für die anberaumte Mitarbeiterbesprechung diese Entscheidung kundzutun. Und sie rechnete natürlich, und deswegen war sie bei mir, sie rechnete mit massivstem Widerstand. Und fragte mich dann, ja Mensch, also was Klaus, wie soll ich denn denen das mal verkaufen? So, was war ihre Verkaufsstrategie? Sie kam mit 15 PowerPoint-Folien zu mir, die in schönsten Bildern und den besten Argumenten dieser Welt auch dem letzten Vollpfosten sozusagen vor Augen geführt haben, dass es alternativlos ist, diesen einen aus dem Betrieb rauszuziehen. Wobei diese Pointe, dass die dann künftig nur noch zu neun sind, die stand auf Folie 15. Ich sagte, lass die Folien weg, verbrenn sie, schmeiß sie in die Tonne, stell dich vor deine Leute und sag, ich möchte den Umsatz für unsere Abteilung, für unser Konferenzzentrum erhöhen, habe mich daher entschieden, XY aus diesem Team von euch 10 herauszunehmen. Das heißt, ihr werdet zum 1. März nur noch zu 9 sein. Und ich bitte euch, dass ihr auf dieser Basis einen neuen Schichtplan erarbeitet. Das war alles. Wir haben dann noch darüber gesprochen, natürlich auch darüber gesprochen, wie sie sich dann verhalten kann, wenn es Shitstorm und Widerstand geben sollte. Es gab keinen. Die Mitarbeiterbesprechung war an dem Mittwoch gewesen und ich kenne also diese Abteilung ganz lange schon und ich weiß, was die Mitarbeiter da so manchmal, ne, also wie die in die Kampfhaltung gehen und in den Widerstand gehen und so. Aber dadurch, dass sie keine Argumentation benutzt hat, keine Begründung, nichts her, so einfach nur das so gesagt hat, war es klar. Es gab nichts zu diskutieren. Mittwochs war die Mitarbeiterbesprechung, freitags war der erste Entwurf von den 10 Herrschaften erarbeitet, der erste Entwurf für einen neuen Dienstplan bei ihr auf dem Schreibtisch. So, also. Geht also. Bitte. Ich möchte noch mal auf höflich und Demokratie zurückkommen. Wie geht man denn so von deiner Seite aus miteinander um in in einer Demokratie? Sei das jetzt in einem Unternehmen, in einer Familie oder auch in einer Gesellschaft, Gemeinde oder einem ganzen Land? Also das, was ich jetzt eben berichtet habe von dieser Abteilungsleiterin, die ist ja eine Chefin. Das heißt, die hat ein Direktionsrecht, die hat eine Weisungsbefugnis. Und wenn ich diese Klartextformel, ich möchte mehr Umsatz, habe mich entschieden, einen rauszuziehen, bitte erarbeitet einen neuen Schichtplan. Wenn ich das als Vorgesetzter sage, kannst du als Mitarbeiterin ja oder ja antworten. Klammer auf, es sei denn, ich würde was verlangen, was gegen irgendwelche Gesetze und so weiter, ja, dann natürlich musst du nein sagen. So, das heißt, da ist unsere Beziehung nicht auf Augenhöhe, wenn man will, sondern da gibt es den Weisungsbefugten und die Weisungsgebundene. Das sind altmodische Begriffe, das weiß ich auch. So in der Demokratie, sozusagen außerhalb des Unternehmens, wo es ein Direktionsrecht gibt, haben wir natürlich immer diese Beziehung. Trotzdem lautet mein Satz genau so. Ich möchte 15 Minuten Pause und bitte um deine Zustimmung. Jetzt kannst du aber in der demokratischen Gesellschaft ja oder nein sagen.
Das ist aber der einzige Unterschied. Also als gleichberechtigte Partnerin, und das sind wir meines Erachtens zunächst einmal grundlegend in der Demokratie, als gleichberechtigte Partnerin, Kollegin, kannst du Ja oder Nein sagen. Mhm. Das ist der einzige Unterschied. Mhm. Und Argumente haben, also ich bin ein begeisterter, ja, ich möchte mal fast sagen, Verächter von Argumenten zur Lösung von Konfliktsituationen. Da werden sie erheblich überbewertet, erheblich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass zum Beispiel in der Politik geht es nicht ohne Argumente. Und wenn da jemand einfach so direktionsrechtmäßig Anweisungen erteilt, dann muss man einfach darauf gefasst sein, dass er nicht der König ist. Und dass dann die Bürger dagegen gehen. Mhm. Ganz klar. Und das ist ein großer Unterschied. Hast du das Direktionsrecht, musst du nicht diskutieren. Hast du das Direktionsrecht nicht, musst du diskutieren. Mhm. Musst du sagen wir mal, eine Demokratie wie unsere sind die Politiker ja keine Herrschaften, sondern sie sind als Repräsentanten vom Volk gewählt. Ja. Das heißt, auch da können wir sehr gut als Bevölkerung auch Augenhöhe einfordern, weil wir haben keine Hierarchie vereinbart, sondern lediglich eine Volksvertretung. Ja, ja klar, natürlich haben die ja, wenn jetzt die Kanzlerin sagt, so und so hätte ich das gerne und jetzt machen wir alle Restaurants zu. Ich kann natürlich auch als Restaurantbetreiber, könnte ich auch eine Forderung stellen, ne? Aber die müsste ich wahrscheinlich wohl über die Gerichte gehen, vermute ich mal. Ne? Ich möchte mein Restaurant offen halten. Bitte, Frau Kanzlerin Stieber, nehmen Sie Ihre Entscheidung bitte zurück. Mhm. Gut, und jetzt kann ich vielleicht als Bürger die Kanzlerin Frau Stieber nicht direkt ansprechen. Also ich müsste dann bestimmte Wege einschreiten. Mhm. Ja, und dann wird das sicherlich dann abgewogen. Dann hast du deine Argumente, ich habe meine Argumente. Wenn ich Glück habe, folgt das Gericht meinen Argumenten. Als Bürger kann ich das ja wohl nur auf diese Weise machen. Auch im Parlament, wenn ich jetzt Parlamentsabgeordneter wäre, ja klar, ich kann meine Argumente vortragen. Aber natürlich sind das Volksvertreter, wir haben sie gewählt. Aber wenn ich jetzt gegen eine Vorgabe der Regierung bin und ich gehöre nicht zur Regierungskoalition, kann ich mir einen Wolf argumentieren, ich kann es auch lassen. Mhm. Also du mit deiner Regierungskoalition, ich kann den ganzen Tag argumentieren, aber wirst du nebenbei E-Mails schreiben, das ist sowieso entschieden. Aber es ist ein bisschen schwierig. Also wir haben eine Demokratie, ja, aber es ist begrenzt, ist ja auch vielleicht ganz gut so, wie ein Einzelner seine Interessen durchsetzen kann. Ja, ich glaube, in der Situation, wie wir sie jetzt dieses Jahr erlebt haben, also ich persönlich spüre, wie wichtig das ist, Menschen zu vertrauen, die jetzt zum Beispiel in der Regierung sitzen und wie notwendig dieses Vertrauen ist, weil ich tatsächlich ein Stück weit Verantwortung abgeben muss. Ja. Ja. Und da glaube ich auch, das ist, da muss ich schon sagen, also mit Argumenten Vertrauen herzustellen, ist nicht unmöglich. Mhm. Und vielleicht ist es manchmal sogar so, jetzt in dem politischen Feld, dass mit guten Argumenten das Vertrauen, das ich in deine Entscheidung als meine Kanzlerin hätte, wenn du das gut herleiten kannst, dann mag mein Vertrauen vielleicht etwas wachsen. Mhm. Wenn ich aber vom Grundsatz her überhaupt nicht einverstanden bin mit deinen Entscheidungen, dann ist immer wieder das Gleiche, dann kannst du es mir toll verargumentieren, aber ich bin einfach nicht einverstanden. Mhm. So, das, was mir da noch bleibt, ich müsste nicht die kritische Masse, ich müsste die Mehrheit auf meine Seite kriegen. Mhm. Und dich stürzen, also sprich eine Misstrauensvotum oder so. Mhm. Aber ich glaube, also ich habe jetzt heute Nachrichten gehört, dass die Zustimmung der Bundesbürger zu den Corona-Einschränkungen offensichtlich zurückgeht. Und der Anteil derjenigen, die sagt, das sei alles ein bisschen zu heftig, der Anteil steigt. Und das könnte sein, aber das müsste man mal probieren. Und ich wüsste auch noch nicht so genau, wie, dass es vielleicht in der Situation doch dann an Argumenten mangelt. Mhm. Und
Aber es bleibt immer das Restrisiko, der Gegner wird sich von Argumenten nicht überzeugen lassen. Es ist, glaube ich, nicht so oft der Fall, dass man Gegner mit Argumenten überzeugt, als wir es erhoffen. Das Ja. ist, glaube ich, ein weit verbreitetes Missverständnis auch. Ich mit guten Argumenten kann ich überzeugen. Kann es nur, wenn du bereit bist, nachzugeben. Und wenn du das Nachgeben gegen mein Argument nicht als Niederlage erlebst. Ich glaube, hilfreich wäre tatsächlich, dass beide Konfliktparteien in der Lage sind, auf die Metaebene zu gehen, um das, was wirklich ist, neu zu betrachten. Was aber dann auch voraussetzt, dass ich meine eigene Agenda erstmal verlassen muss. Ich fange mit meiner Agenda an. Also ich mache einen Klartexteinstieg. Dann kommt eine Reaktion von dir, die mir nicht passt. Und dann wäre es für meinen Geschmack erstmal gescheiter, kommunikationstechnisch dann lieber auf Zuhörtechniken umzuschalten, als den Druck zu erhöhen und auf Argumente umzusteigen, weil dann ist die Eskalation eher vorprogrammiert. Also, und das ist, heißt für meinen Geschmack, ich müsste ein bisschen zurücktreten von meiner Agenda. Also ich sage meine Agenda schon deutlich als erstes und damit mache ich den Auftakt. Und wenn du eine andere Agenda hast, dann hoffe ich, dass ich genug Disziplin habe, erstmal auf Techniken des Zuhörens umzusteigen, um mal zu verstehen, was ist denn dein Interesse, was ist deine Position? Und vielleicht sind wir gar nicht weit auseinander. Genau, Das zuhören bedeutet auch zu fragen. Offene Fragen zu stellen, vielleicht auch neugierig zu sein auf das, was der ich Gegenüber zu sagen hat. mit offenen Fragen mit offenen Fragen da puh, da habe ich eine wachsende Skepsis. Okay. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch, wer fragt, der führt. Ne? Und man soll ja unbedingt ganz viele W-Fragen stellen. Da würde man ja mehr Informationen kriegen. Ich muss gerade an die Sendung denken, ist ganz blöd, Undercover Boss von RTL. Das ist ja immer ganz witzig, wenn da so ein Oberboss da Klos putzt und Öllachen wegwischt. Ja? Und so. Und dann treffen die ja da immer auf ganz, ganz engagierte Mitarbeiter. So, und in der letzten Minuten dieser Serie wird dann die arme Frau Stieber in die Konzernzentrale chauffiert und sitzt dann in einem Besprechungsraum mit edlen Möbeln. Kommt er jetzt wieder als Boss, erkennbare Boss? Und muss man darauf achten, das ist öfter mal der Fall. Frau Stieber, wissen Sie denn, warum Sie heute hier sind? Und dann guckt ihr mal die Gesichter der Leute an. Ja, genau. Oh, Panik, Panik. Und das W-Fragen, öffnende Fragen, sind ein unglaublich machtvolles Instrument der Rhetorik. Absolut. Es ist fast nicht möglich, sich der Macht einer W-Frage zu entziehen. Und ich bin allerdings inzwischen der Überzeugung, dass eine W-Frage, mit der ich einen Erkenntnisgewinn erreichen möchte, dass ich die im Zweifel immer mit einem Ich-möchte-Satz einleite, damit du als Befragte eine Orientierung hast, von woher frage ich denn und woraufhin kannst du denn dann deine Antwort gestalten. Also wenn ich einfach so eine W-Frage stelle, ist mal ganz krass gesagt für den Befragten nicht klar, Clint Eastwood hat mal in einem Film gesagt, auf so eine Reihe von offenen Fragen, bin ich paranoid oder will er mir den Arsch aufreißen? Und das ist das Dilemma. Und deswegen, ja, W-Fragen unbedingt, nur bitte eingeleitet. Jetzt weiß ich nicht, ob du eine Idee hast, was ich jetzt mit eingeleiteter W-Frage meine. Also ich frage meine Teilnehmer manchmal, mit welchem Wort beginnt eine öffnende Frage, eine W-Frage? Oh ja, mit wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Ich sage nein, eine W-Frage beginnt immer mit ich. Mit ich möchte. Wenn wir Praktikanten im Team haben, dann fragen sie mich manchmal, Klaus, wann geht denn dein Seminar morgen früh los? Sag ich, das ist eine blöde Frage. Und dann vermittle ich ihnen, wie ich
mir das besser vorstelle. Und am nächsten Tag sagt sie, Klaus, ich möchte pünktlich in deinem Seminar morgen sein. Wann geht es denn bitte los? Mhm. Und dann weiß ich als Befragter sofort, was ist der Hintergrund der Frage, was ist das Erkenntnisinteresse, was ist das Bedürfnis, das Anliegen des Menschen, der die Frage stellt, und kann meine Antwort viel passgenauer darauf abstellen. Ja, weil das spürt man ja schon, wenn wir miteinander reden, dass das sofort entspannt. Ja, als dieses Gefühl, verhört zu werden. Ja, weiß ich deine Intention und kann dann mich schon mal entspannen, weil so schlimm wird es nicht. Ja, was wir natürlich dann in eskalierten Situationen haben, und da muss man schon aufpassen, da gibt es ja schon einen machtvollen Reflex, so diese uneingeleiteten B-Fragen rauszuhauen. Und ganz schlimm ist natürlich die Frage, ja, Anja, warum machst du denn das eigentlich immer wieder? Mhm. Keine Ahnung. Mit einer Warum-Frage sind wir und im heftigsten Streit, und das ist die schlimmste aller uneingeleiteten. Ja. Was auch fies ist mit diesen Warum-Fragen, also wenn jemand sich eingeschüchtert fühlt, verhört fühlt und dadurch Stress bekommt, ist derjenige nicht in seinem intelligenten Bereich vom Gehirn, sondern lediglich im Reptiliengehirn mit den drei alternativen Angriff, Flucht, Starre. Ich hatte meinen jungen Studenten im Seminar, 2 Tage Vorlesung, und der kam am zweiten Tag auf mich zu und fragte, ob ich in einer persönlichen Angelegenheit mal einen Tipp für ihn hätte. Sag ich, ja, was ist denn los? Ja, ich habe eine Freundin, weiß nicht, wie eng die damals waren. Mhm. Ich sagte, ich habe sie heute im Laufe des Tages mal per WhatsApp gefragt, wollen wir nicht heute Abend was machen zusammen? Ihre Antwort lautete, nein, ich habe heute Abend schon was vor, ich habe keine Zeit. Gut, dann war der junge Mann abends in seiner Studentenbude, schaute völlig zufällig und völlig unbeabsichtigt auf das Facebook-Profil seiner Freundin, wo ein ganz aktueller Beitrag stand, der lautete, ich habe heute Abend noch nichts vor, ich habe Lust, was zu machen, wer kommt mit? Oh! Genau, das hat diesen jungen Mann genau tief getroffen. Sagt, okay, was möchten Sie denn jetzt? Und er sagt, ja, ob ich mal eine Nachricht lesen könnte. Und dann hat er mir eine Nachricht gezeigt, eine WhatsApp. Innerlich habe ich schon gezuckt, weil das waren in einer kurzen WhatsApp 3 von diesen Warum-Fragen. Ne? Was soll das? Warum machst du das? Mhm. Ich fragte ihn, sagen Sie mal, haben Sie diese Nachricht schon abgeschickt? Mhm. Ja. Und sie hat auch schon geantwortet. Und ich dachte, ich glaube. Und weil du von Verhör gesprochen hast, ne? Mhm. Die hat in einem so kalten, scharfen, schneidenden Ton gesagt, geh mir fort. Mhm. Und das war genau diese, natürlich hat der junge Mann ein Erkenntnisinteresse, er will es verstehen vielleicht, er will es wenigstens verstehen. Aber da er dann diese Fragen einfach so rausgehauen hat, ne, was soll das und warum machst du das, fühlt sie sich so attackiert, mhm, dass sie gesagt hat, so nicht. Und da ging ihm der Allerwerteste auf Grundeis, als er die Antwort seiner Freundin gelesen hatte. Mhm. Und da war auch wieder dieses Stilmittel der B-Frage. Der Fragesteller, der weiß, er hat ein Erkenntnisinteresse, er will etwas besser verstehen, was er nicht verstanden hat. Deswegen frage ich dich ja. Mhm. Nur, du weißt es nicht, verstehst du? Mhm. Du als Befragte weißt es nicht. Wie hätte er denn schreiben sollen? Am besten gar nicht schreiben. Er hätte zum Beispiel schreiben können, ich hatte dich ja gestern gefragt, ob wir was zusammen machen, du hattest verneint, abends las ich dann, jetzt mal auf die Schnelle gesagt, abends las ich dann, dass du doch nichts vorhast und nach Leuten suchtest, die, mit denen du was machen möchtest. Und es hat mich einerseits tief verletzt, mhm, andererseits hat es mich ziemlich angenervt. Mhm. Und ich merke, dass jetzt dadurch jetzt in meinem Verhältnis zu dir, meinem Vertrauen zu dir, ein ziemlicher Riss entstanden ist. Mhm. Und deswegen möchte ich jetzt mit dir gerne mal darüber sprechen, wie wir das hier künftig gemeinsam auf die Reihe kriegen. Ne? Und ich möchte ehrlich gesagt auch mal greifen können, was
was für dich der Hintergrund war, es so gemacht zu haben. Zum Beispiel sowas. Also jetzt mal so ex holo bauro sozusagen. Also viel deutlicher erstmal die Darstellung, was das für ihn bedeutet hat. Also was der Hintergrund dieser Warum-Frage ist. Ja, das klingt so ein bisschen nach Beziehungsklärung und mal zu gucken, in welcher Beziehung befinden sich die beiden eigentlich. Ja. In welcher Intensität. Und wenn da auch Unsicherheiten entstehen, dann glaubt er vielleicht gar nicht das Recht zu haben, so zu fragen wie du und stolpert dann wie ein Elefant im Porzellanladen mit diesen Warum-Fragen rum und macht im Grunde genau das Gegenteil. Er spielt sich auf wie der Vater oder eine Autoritätsperson, ja, und kommt dadurch natürlich nicht ans Ziel. Also seitdem ich mich mit diesem Thema, was ich jetzt mal so Klartext sprechen so genannt habe, das also das erste Mal so in dem kleinen Webinar über Xing im Juni, da beschäftige ich mich da schon intensiv immer wieder mit diesem Thema und suche und gucke, was heißt Klartext und was ist eben nicht Klartext. Und weil du das in die Debatte eingeworfen hast, gerade diese W-Fragen. W-Fragen sind für mich inzwischen nahezu der Inbegriff unklarer Kommunikation. Und dazu, also da sich einzuüben, vor diese Frage das Erkenntnisinteresse deutlich zu machen. Das kannst du in privaten Beziehungen sehen. Das kannst du zwischen Eltern und Kindern sehen. Ich weiß nicht, wie oft ich meine Tochter richterlich vernommen habe. Ja, mein Sohn, als er 9 war, der sollte mal leere Glasflaschen in den Keller bringen. Das sind so kleine Sachen, die mögen die unheimlich gern machen, die mit Begeisterung. Faul wie er war, möchte ich mal vermuten, hat er alle Flaschen, die in der Küche standen, auf einmal genommen. Ich sehe ihn aus der Küche kommen. Ich sehe sofort, das ist zu viel Flasche für zu viel Arm, zu wenig Arm. Und denke mir, oh komm, lass mal. Also muss ja auch nicht immer das Schlimmste annehmen, kann ja auch gut gehen. Kaum war er auf dem Flur angekommen, natürlich passierte, was passiert musste. 2 Flaschen knallen auf den Boden mit einem Mordschlag Steinboden. Ich bin sofort auf 180. Mit dem Restverstand bin ich durch die andere Tür in den Flur. Also ich war einfach mal besorgt, dass er sich verletzt hat. Ich war sauer auf seine Faulheit und ich war sauer auf mich, weil ich es als Wissender nicht unterbunden habe. So komme ich also in diesem Gefühlschaos auf dem Flur an. Ich sehe meinen Sohn da stehen, stocksteif, gelähmt, Scherben am Boden, kein Blut, ein Glück, erste Entspannung, Restflaschen im Arm. Und ich konnte es nicht verhindern. Es schoss mir eine Frage ins Hirn und da war sie auch schon über die Lippen. Und die Frage lautete, warum gehst du denn nicht zweimal? Was soll er da antworten? Ich sage, das ist, glaube ich, bei uns Menschen so ein tiefer Reflex, wenn irgendwas nicht so ist, wie wir es uns erträumen, erhoffen, wie wir es gerne hätten. Also es in einem bestimmten Moment ist es nicht so, wie wir es gern wollen. Dann hauen wir diese Fragen raus. Und hinterher tut es uns dann vielleicht leid, aber in dem Moment haben wir einfach wahrscheinlich keine Kontrolle. Ja. Ja, da ist der Körper schneller als der Geist. Bevor wir überlegen können, sprudelt es quasi oder schießt es quasi schon aus uns raus. Deswegen hat Klartext sprechen schon auch damit zu tun, dass man sich, also dass man das überhaupt mal weiß, wie Klartext sprechen geht. Und dann... Wir haben anfangs das Thema schon mal gehabt, dann musst du dich unter Umständen durch viele Jahre Erziehung durchschaffen, weil das, was wir jetzt hier unter Klartext mal besprochen haben, für viele erstmal nicht geht. Und sagen, oh nee, so kann man doch mit Leuten nicht reden. Und ich glaube, das ist ähnlich wie bei jedem Gewerk, wo man professionell agieren muss oder möchte. Man muss erstmal bestimmte Techniken wissen. Also es muss einem, da bin ich vielleicht manchmal ein bisschen oberlehrerhaft, ich weiß es nicht, aber es muss einem ja auch mal jemand sagen, wie Klartext sprechen geht und dann muss man es verinnerlichen und dann muss man es üben und dann muss man es anwenden. Ich hatte jetzt Mittwoch einen Seminarteilnehmer, der an dem Tag gekommen ist und sagte, ach Klaus, ich wollte dich noch einmal im Seminar erleben, der verlässt unsere Firma.
Und der hat wegen seiner Funktion als Manager mit einem bestimmten Thema war der in einer Seminarreihe, die ich gemacht habe, mehrfach dabei. Mehrfach, also hat das mehrfach gehört. Beim ersten Mal hat er auch gesagt, ich tick's noch nicht ganz richtig oder so. Und nach so einem vierten, fünften Mal hat er dann doch mal, er brauchte Geld von der Chefin. Mhm. Und er sagte, ich habe das mal gemacht, wie du es mir beigebracht hast. Ich bin so meine Chefin. Und er hat gesagt, ich möchte den Teilnehmern das und jenes zur Verfügung stellen. Frau Stieber, deswegen bitte ich Sie, mir die 5.000 Euro dafür zu geben. Antwort, oh ja, okay, machen wir. Und er sagte, ich hätte sonst da so rumgeeiert. Ne? Ja, und aus folgenden Gründen. Und wäre es vielleicht eventuell möglich, Frau Stieber, dass wir da... Und einfach so den Satz rausgehauen und die Antwort war, ja klar, können wir machen. Also so viel Erfolg ist ja quasi so dieser letzte Anreiz für die Leute, die jetzt zugesehen und zugehört haben, deinen Baukasten zu erfahren. Gibt es einen Baukasten? Gibt es eine Abkürzung? Gibt es einen leichten Weg, diese Form von Klartext tatsächlich zu lernen? Weil die Theorie und das miteinander reden jetzt, wie wir das tun, ist das eine. Aber das andere ist ja, in der Welt zu sein, in Beziehung zu sein mit anderen Menschen, wo es unterschiedliche Interessen gibt, wo es unterschiedliche Bedürfnisse gibt, da wirklich Klartext zu üben, beziehungsweise einen Baukasten zu haben, in dem ich mir das mal vorbereiten kann, wie der junge Student, der zu dir kam, in Bezug auf die WhatsApp, wo ich mich hinsetzen kann, okay, wie sieht denn Klauses Klartext jetzt aus in meiner Situation. Das ist ja, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ja im Grunde ist es simpel. Mhm. Also das beginnt immer mit ich möchte. Mhm. Also wenn du von irgendeinem Menschen was brauchst, es beginnt immer mit ich möchte. Mhm. Und dann ist es wichtig, nach dem ich möchte, tatsächlich das eigene Anliegen zu formulieren. Also du sagst zum Beispiel einem Kind, das ins Bett soll, du sagst nicht, ich möchte, dass du jetzt schlafen gehst, sondern du sagst, ich möchte meine Ruhe. Mhm. Also ich muss ein Anliegen von mir sagen. Also ein eigenes Bedürfnis offenbaren, ja, zum Beispiel. Eigenes Bedürfnis. Und das heißt, in diesem ersten Satz kommt nur das Personalpronomen ich. Mhm. Ich möchte meine Ruhe, ich möchte Pause, ich möchte Geld wieder. So, und oder möchte denen das zur Verfügung stehen. Dann kommt das und, also die erste Satzhälfte, ich möchte meine Ruhe. Dann kommt und. Mhm. Und dann kommt das Verb bitte. Mhm. Und dann kommt das Personalpronomen der Anrede. Mhm. Je nachdem, du oder sie. Mhm. Und nach diesem Du oder Sie kommt eine möglichst präzise, bildhafte, je bildhafter, desto besser, Beschreibung, was das Gegenüber tun soll. Mhm. Ich möchte meine Ruhe und bitte, und deswegen bitte ich dich, dass du dich bettfertig machst. Mhm. Ich möchte den Teilnehmern diese Unterlagen zur Verfügung stellen und bitte sie, 5.000 Euro für die Herstellungskosten freizugeben. Mhm. Und das ist so der einfache Leitfaden. Mhm. Ich möchte ein eigenes Anliegen, Bedürfnis, Interesse und bitte dich, bitte sie und dann eine möglichst präzise, bildhafte, konkrete Handlung beschreiben. Genau, was ich von dem anderen möchte. Ja. Zustimmung oder sich auszuhalten vielleicht auch. Wenn du jetzt meine Chefin bist zum Beispiel, dann sage ich, Frau Stieber, ich möchte im nächsten Jahr 6.000 Euro mehr verdienen und ich bitte Sie, mit Ihren Vorgesetzten und der Personalabteilung alle notwendigen Schritte dafür in die Wege zu leiten. So. Ja. Also. Wichtig, das noch dazu. Wichtig ist, kein weiteres Argument. Mhm. Manchmal sagen mir Leute, ja, wenn ich sage, ich möchte nächstes Jahr 6.000 Euro mehr verdienen. Mhm. Das ist ja auch ein Argument. Da bin ich noch ein bisschen unscharf mit mir selber. Ich sage, ich sehe es eher wie bei einem Hausbau. Das ist das Fundament. Mhm.
Ich sage also dann nicht, ich möchte nächstes Jahr 6.000 Euro mehr verdienen, weil ich habe mir ein neues Auto gekauft, das muss abbezahlt werden. Dieser Zusatz, das ist jetzt eine Argumentation, die dir jetzt die Gelegenheit gibt, ja, lieber Herr Gutantino, was die privat für ein Auto fahren, wissen Sie, was mich das interessiert? Ja, also das wäre dann zu, das ist dann zu viel. Ja, aber so wie du das argumentiert hast, den Impuls, den ich hatte als deine Vorgesetzte, war Überraschung, Entladung, aber auch so dieses Gefühl, mal sehen. Also keine direkte Ablehnung, sondern ja, okay, interessant, schauen wir mal. Aber es war keine Gefühlsregung in irgendeiner Form, die jetzt in Konflikt eingestiegen wäre oder so. Also um mal das Wort zu nehmen, mit dem ich oft konfrontiert werde, wenn ich das vorschlage. Du sagst jetzt, dass du mich nicht als unverschämt erlebt hast mit dieser Forderung. Mhm. Okay, das ist gut, weil ich sage das immer, Leute, das ist einfach klar auf den Punkt. Mhm. Und egal, wie ich es formuliere, wenn du meine Chefin bist, du kannst immer Ja oder Nein sagen. Egal, wie ich es formuliere. Das ist einfach so. So, genau. Wenn du sagst, nö, nichts gibt's, dann gibt's das nicht. Genau. Dieses Unverschämt, wenn ich das als unverschämt empfunden hätte, wäre ja quasi meine eigene Geschichte. Ja, das hat ja gar nichts mit meinen Mitarbeitern zu tun, sondern es hat mehr mit meiner eigenen Geschichte zu tun, damit ich das so empfinde. Im Sinne von Klartext, das nochmal als Bild, unverschämt, ist im Grunde die Tugend des Demokraten, unverschämt zu sein. Also ohne Scham, Klartext. Ich bin ja selber studierter Theologe. Aber vor ein paar Jahren ist mir das plötzlich mal aufgefallen, in der hebräischen Bibel, im Alten Testament, gibt es diese hübsche Geschichte mit Adam und Eva, die ja im Paradies leben. Und das Paradiesische im Paradies gibt kein Gesetz, keine Verordnung, nichts gibt's, außer bitte nicht in die Frucht beißen, die am Baum der Erkenntnis hängt. Mhm. Irgendwann haben die beiden ja dann doch in die Frucht gebissen. Und lustigerweise ist ja die erste Erkenntnis von Adam und Eva, sie erkannten, dass sie nackt waren. Mhm. Und dann haben sie die Blöße bedeckt. Mhm. Und das heißt für mich, es ist wohl tief in unserem Genmaterial verankert, die Scham. Mhm. Ein Mensch, der sich schämt, der versteckt sich. Mhm. Da haben wir dann wieder die Verknüpfung von Scham und Höflichkeit. Scham hat viel mit Höflichkeit zu tun. Mhm. Höflicher Mensch schämt sich. Mhm. Also ist unverschämt eine wichtige Grundlage und Tugend für Klartext, aufrechten Gang. Auge in Auge zu sprechen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, würde das bedeuten, mal so ein bisschen mit Schamlosigkeit zu experimentieren, weil die wenigsten Menschen sind wirklich gut in schamlos sein, sondern eher gut im Schämen. Ja, genau. Und das würde dann erfordern, und das ist auch nochmal ein Beispiel neben anderen, man kann Klartext sprechen üben. Mhm. Und es muss natürlich gedeckt sein von einer entsprechenden Haltung. Also zum Beispiel sich die Erlaubnis zu geben, schamlos in dieser besprochenen Weise zu sein. Und wenn ich mir die Erlaubnis gebe, schamlos zu sein, dann gehe ich davon aus, dass mein Gegenüber dann auch nicht das Thema Scham und so weiter in den Mittelpunkt stellt, sondern du merkst, ich schäme mich nicht, wenn ich das zu dir sage, ich möchte 6.000 Euro mehr, bitte veranlassen Sie alles. So, dann kann man das sachlich besprechen. Mhm. Also schamlos zu sein, ist eine von den mehreren Tugenden, die es braucht, um Klartext zu sprechen. Mhm. Also es braucht die Haltung hinter dieser Formel. Gut, dann gilt es quasi, mir meine beste Freundin zu Rate zu ziehen oder zum Training herbeizuziehen oder Kollegen oder mein Mann oder der Mann seine Frau, um zu vereinbaren, wir trainieren das jetzt. Genau, oder? Genau. Wenn du zum Beispiel, wenn das Restaurant offen wäre, pardon, dass ich dich unterbreche, dann sagst du nicht, sag mal Schatz, was hältst du davon, wenn wir heute Abend mal was essen gehen? Sondern du sagst, ich möchte heute Abend mit dir italienisch essen gehen und ich bitte dich, mit mir um 8 Uhr loszugehen. Mhm. Genau. So, wenn er lieber chinesisch mag, dann wird er sagen, so, du weißt genau, ich mag italienisch nicht.
Da können Sie es diskutieren, dann geht der Griechisch essen, egal. Aber nicht zu fragen, wie wäre es eventuell, wenn wir heute Abend, und das kann man mit Freunden üben, das, also die, diese Formel, die kannst du ja nahezu unbegrenzt jeden Tag in jeder Alltagssituation üben. Ungünstig wäre es, wenn du sagen würdest, ich möchte heute Abend italienisch essen gehen und ich bitte dich darum, dich entsprechend zu kleiden. Das wäre jetzt wahrscheinlich im, also das wäre, glaube ich, im Sinne des normalerweise verstandenen Schamlosen. Das wäre jetzt im althergebrachten Sinne schamlos. Also das wäre wirklich gut, aber ich meine, sagen könntest du, ist ja trotzdem, und dann kann ja dein Mann sagen, sag mal, geht's noch, ja? Also, ja, genau. aber auch da, ich meine, jetzt wenn ich da so gerade überlege, weißt du, Anja, du könntest das sogar tatsächlich so sagen. Und auch da ist ja der unbedingte Vorteil, Mensch, überlege ich gerade. Ha, der, auch da ist es ja für dein Gegenüber der Vorteil, der kann sich ja dann dazu verhalten. Genau, also für mich wäre das jetzt so, ich habe nur noch wenig Trigger, von daher bin ich da vielleicht in einer ganz genussvollen Lage. Wenn mein Mann mir das so sagen würde, dann würde ich denken, aha, okay, dann ist das möglicherweise nicht der Italiener ums Eck. Ne? Und dann würde ich fragen, zu welchem Italiener gehen wir denn dann, damit ich weiß, was ich anziehen soll. Und dann, wenn du dann diese Klartextformel anwenden würdest, könntest du sagen, Mensch, ich möchte mich dann tatsächlich passend anziehen für das Lokal. Sag mir doch bitte mal, wo wir eigentlich hingehen. Genau. Und dann sagt er, ach ja, und packe noch deine Zahnbürste an, weil wir fliegen nach Rom. Dann weiß ich natürlich auch, dass ich möglicherweise etwas Leichteres mitnehme zum Anziehen, ja, als ja, in Deutschland, wo es nicht so warm ist. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also das zeigt nochmal, du kannst diese Klartext-Sprechen-Formel unbegrenzt üben. Sowohl mit Bitten an einen Zeitgenossen, als auch mit Fragen an einen Zeitgenossen. Ja, und man kann ganz viel über sich selbst lernen. Bei mir ist es ja viel Persönlichkeitsentwicklung, ja, aber auch die emotionalen Trigger auflösen. Wenn jemand mit mir Klartext spricht, spüre ich ja direkt meine eigene Geschichte und kann mich dann drum kümmern, als dass da immer so drumrum geredet wird. Ja. Durch die Blume sprechen. Ich sage mal, Rhetorik ist keine Verpackungskunst. Mit blumigen Worten. Durch die Blume sprechen, da muss ich immer denken an Oskar Lafontaine, auf den mal ein Attentat verübt wurde, auf einer, ich glaube, Wahlkampfveranstaltung. Da kam, ließ man eine Dame zu ihm ans Pult oder wo das war, mit einem schicken großen Blumenstrauß. In dem Blumenstrauß war ein Messer, das sie ihm in den Hals gerammt hat. Also gesagt, wer Rhetorik nutzt, um durch die Blume zu sprechen, ist ein feiger, hinterhältiger Attentäter. Rhetorik ist die Kunst, zu sagen, was ich denke. Das finde ich einen sehr, sehr guten, ein guter Schluss, weil oft wird Rhetorik ja tatsächlich verwechselt mit blumigem Reden, ja, und lange Reden schwingen, statt wirklich auf den Punkt klar auszudrücken, was Sache ist, was man will. Rhetorik ist die Kunst zu sagen, was ich denke, und es ist die Kunst, das eigene zu einer gemeinsamen Sache zu machen. Wann ist dein nächstes Webinar? Gibst du wieder welches? Also wenn jetzt Leute gehört haben, was für dich Klartext ist und was du machst und haben jetzt Interesse von dir, mehr zu lernen. Oh, ich habe tatsächlich in Xing ein ich glaube, dreistündiges Webinar oder Online-Training eingestellt. Lustigerweise auch genau zu diesem Titel. Am 17. Dezember stattfinden. Am 17. Dezember, gut. Über Xing kann man das finden. Also, Dann werde ich nämlich unser Interview allen anderen Interviews vorziehen. Und den Link, den findet ihr hier unten in den Shownotes. Und dann könnt ihr euch über Xing bei Klaus anmelden. Gibt es noch eine andere Möglichkeit als über Xing für diejenigen, die nicht im Xing sind? Gute Frage. Also, das ist ja eine Zoom-Veranstaltung. Ich mache es über Zoom.
Also wenn jemand Interesse hat und nicht bei Xing ist und Lust hat, das mitzumachen und auch noch bereit ist, 29 € zu investieren für 3 Stunden, jetzt überlege ich gerade, könntest du meine Kontaktdaten irgendwie in dieses Video einspielen? Okay. Und dann schicke ich dir einfach eine E-Mail, dann hast du nämlich die Kontaktdaten, also mit E-Mail-Adresse und auch eine Mobilnummer. Also dann kann ich mich auch gerne anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und sagen, ich will da mitmachen. Und dann finden wir eine Möglichkeit. Prima, das kriegen wir hin. Klaus, vielen, vielen Dank für die tollen Informationen. Sehr gerne, war mir ein Vergnügen. Ja, mir auch. Ich hätte noch viele andere Fragen. Vielleicht treffen wir uns in ein paar Wochen, ein paar Monaten nochmal zu einem anderen Thema, was auch mit Klartext zu tun hat. Vielleicht wäre es interessant, über Konflikte und Diplomatie zu sprechen und wie da sich der Klartext wiederfindet. Ein Gespräch über das Thema manipulierend, lenkend, aktiv zuhören. Okay. Das klingt interessant. Wir sehen uns wieder. Okay. Alles klar. So, ich hoffe, euch allen hat das Interview gefallen. Ihr habt einiges gelernt und mitgenommen. Auf jeden Fall mal diesen Satz zu üben und übt ihn wirklich. Es ist schon so ein bisschen ein Wundersatz, würde ich sagen. Und wenn ihr Interesse habt, noch mehr zu lernen im Bereich Klartext sprechen, dann ja, macht bei Klaus mit in seinem Webinar. Ich war drin. Ich fand es wirklich, wirklich sehr, sehr lehrreich. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von dir. Und wenn du es mit Leuten teilst, mit Freunden, Bekannten, ja, um diese Podcasts weiter zu verbreiten. Wenn du Interesse an meiner Arbeit hast, dann lade ich dich ein auf meiner Homepage www.anja-maria-stieber.de. Wir hören uns. Tschüss.